Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Flugerfahrung nennen wir es. Wir fliegen heute mit Air France in der A380 Business Class mal wieder. Es ist das zweite Mal, dass wir mit Air France fliegen und Dominik ist schon ganz nervös, weil er genau weiß, es wird nichts Besonderes werden. Also wir sind auch jetzt nicht mega gespannt, weil wir wissen, wie Air France auf dieser Strecke sein wird. Denn Air France ist tatsächlich in der A380 die einzige Airline, die tatsächlich kein Flatbed anbietet. Das heißt, wir werden eine Rutsche haben. Das wissen wir vorher schon. Und wie wird das Essen sein, wie wird der Service sein, das wird die Überraschung. Seht ihr alles gleich nach dem Intro. Und schon sind wir durch hier, Check-in-Verfahren ging ruckzuck, Ausreise in den USA geht ja sowieso mal relativ schnell und Security ging auch, weil es ein extra Fast-Track für Business-Class-Kunden gab. Ja, jetzt geht's ab in die Air France Lounge am Gate 1. Wir kennen die ja, die ist aber relativ neu renoviert worden. Sie ist über 2 Etagen und oben soll es einen Fine-Dining-Bereich geben, hat Dominik schon gesagt und abgecheckt. Und es gibt Haidinger Champagner, habe ich auch abgecheckt. Also, wir haben jetzt nur ungefähr 3 Stunden bis zum Abflug, beziehungsweise Boarding in 2 Stunden. Also genügend Zeit, diese Lounge nochmal ein wenig zu genießen. Das sind ja richtig kurze Wege hier im Terminal 1 in JFK. Das sind jetzt vielleicht gerade mal 100 Meter von Security zur Lounge. Da ist sie. Das Menü für heute Abend. Wenn ich jetzt Französisch könnte, nein, kleiner Scherz, steht auch auf Englisch da, aber ich habe was mit Fondue gefunden und Fondue hört sich doch immer gut an, oder? Da sah das auf dem Blatt Papier doch viel leckerer und besser aus, als es dann wirklich hier am Tisch ist. Das ist ein Hühnchen-Medaillon mit Tomate und Kartoffelbrei. Da schaut er immer ganz böse, ja? Ja, der ist aber wehe, wehe, ich hab mal was, wo er dann möchte, ja? Dann greift er zu und die Hälfte ist weg von dem ganzen Spaß. Ist schnell mal umgesetzt, denn es ist jetzt eine 777 rausgegangen von Air France, beziehungsweise Boarding ist gerade, deswegen war es so mega voll und jetzt, guck mal, ist sie wieder leer, bis sie sich gleich wieder füllen wird, denn die A380, die uns jetzt gleich nach, oder in 2,5 Stunden nach Paris bringen wird, ist gerade gelandet. Dort ist sie. Könnt ihr vielleicht sehen? Dort. Da geht jetzt gerade ein Flieger hoch, ist ganz cool. Hier der Platz am Fenster. Ja, und wie ist das Essen hier? Wir hatten ja dieses à la carte Dining hier, fanden wir jetzt überhaupt nicht so toll. Das hat sich viel besser gelesen, als es dann geschmeckt hat. Und die Auswahl hier an dem Buffet ist jetzt auch nicht so der Hammer. Ist unten ziemlich gleich, also die Auswahl. Getränkemäßig finde ich dann wieder ganz okay. Gibt es genügend normale Softdrinks, den Champagner. Es ist übrigens kein Haidinger, es ist Laurent Perret. Champagner. Mal gucken, was es dann an Bord geben wird. Bei Air France ist es ja Nachtflug, das heißt, es wird relativ schnell dunkel gemacht werden. Ich gehe davon aus, es gibt was zu essen und dann, gut, werdet ihr dann ja sehen. Okay, das war die Air France Lounge hier in New York. Ganz nett für 2,5 Stunden. Konnten gut essen, gut trinken. Jetzt geht's aber ab zu Gate 3. Ja, ich verguck, es ist doch Gate 5, also 2 Gates weiter. Ist schon krass, wie groß dieses Flugzeug ist, die A380 von Air France. Und leider gibt es dieses Flugzeug ja gar nicht mehr so lange. Es ist ja so, dass die Produktion eingestellt wurde und ja, gut, sie wird noch ein paar Jahre fliegen, aber ja, nicht mehr lange. Thank you.
das ist die Air France A380 Business Class hier. Wir sitzen mal wieder in der letzten Reihe hier in den zwei Business Class Kabinen und es ist eine 222 Bestuhlung, könnt ihr ja sehen. Nicht mehr ganz up to date und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, es ist die einzige A380 Business Class, in der tatsächlich noch kein Flatbed eingebaut ist. Also es wird hier nachher eine Rutsche sein, also keine 180 Grad Liegefläche und es ist ein Nachtflug. Im Upper Deck am Fenster hat man hier diese riesengroße Ablagemöglichkeit, also die Compartments, wo ganz, ganz viel reinpasst. Und ich habe eine ganze Menge an meinem Sitzplatz bereits. Ein ganz großes Erdbungskissen, eine Tüte mit der Decke. Das scheint hier, nee, es ist nicht das Amenity Kit, sondern das sind die Slipper. Madame, Monsieur, bienvenue à eine bord. Flasche Wasser, Kopfhörer, aber die sind schon eingesteckt, das kann ich mir jetzt gar nicht so raus, muss ich abwickeln. Noise Cancelling, Headphones und mehr erstmal nicht, der Rest kommt wie im Etikett und Menükarte bestimmt später. Wow, was für ein schöner Sonnenuntergang, aber ich glaube, bevor wir loskommen, wird die Sonne schon unter sein und dann wird es nicht mehr so schön sein für ein Startvideo oder Startszene. Wir werden es sehen, aber ich denke, es dauert noch mindestens 20, nee, sogar noch länger. Also wir werden wahrscheinlich erst in einer Dreiviertelstunde loskommen offiziell, also das dauert noch ein ganzes Stück. Im Übrigen gibt es hier 80 Business Class Sitze hier in der A380 und alle im Upper Deck. Weiter gibt es auch noch eine First Class, also die La Premier, die fehlt uns übrigens noch. Irgendwann müssen wir die nochmal fliegen, aber die ist ja teilweise unbezahlbar, entweder mit Meilen. Da wollen sie über 200.000 Meilen haben. Dann gibt es noch eine Premium Economy und die Economy, die ist im ganzen Main Deck, also unter uns. Da sind ziemlich viele Sitzplätze hier drin. Und da ist das Amenity Kit hier von Air France in irgendeinem besonderen Stil, aber nicht so gesehen. Business Class 85 ANS, keine Ahnung. Muss ich ja mal ein bisschen ausrichten hier. Also ich muss ja echt sagen, also obwohl das ja ein A380 ist und der eigentlich erst 7 Jahre alt ist, ist das Produkt hier drin schon total alt. Also das Entertainment-System ist ja schon dieser Monitor da eingebaut und die Kamera total unscharf. Und cool ist auch hier diese Bedienung für den Sitz. Es gibt eigentlich nur zwei Schalter. Oder das ist der Controller für den Sitz. Oh, pass und auf, auch schon kaputt. Es ist halt gut, dass du überhaupt Business fliegst. Aber echt. Naja, also nicht so wirklich. Das Allerbeste kommt nachher, wenn wir gestartet sind und die Sitzschnallzeichen also aus sind. Dann warten wir ab, was dann passiert. Gibt nur Orangensaft und Wasser als Welcome Drinks. So ein Ding. Wissen wir nicht, was los ist. Entweder das Flugzeug kaputt oder war irgendwas auf der Landebahn, aber ich glaube, es liegt eher an dem Flugzeug.
aber so, dass wir jetzt zurück zum Gate fahren. Also es gibt keinen erneuten Versuch zum Starten. Mesdames, ladies and gentlemen, your captain, for your information, during the beginning of our takeoff, we had an alarm and we had to abort the takeoff and we need to check. We need a mechanic check. We'll go back to stand and as soon as I have some more information, I will keep you advised. Thank you for your understanding. Aber es gab wohl ein Alarm beim Start. Jetzt gehen wir zurück, aber auf so einer Standposition, da wird auch nochmal alles gecheckt. Ich glaube, aber ich habe verstanden, wir bleiben noch im Flugzeug drin und hoffentlich finden sie nichts, dass wir dann nochmal loskommen, weil das Problem ist, wir haben nämlich morgen einen neuen, weiteren Flug von Amsterdam. Wir fliegen ja nämlich nach Amsterdam, ja eigentlich nach Rom und dann weiter nach Johannesburg mit Alitalia. Das ist ja einer unserer nächsten Flüge, da freuen wir uns drauf, aber wir müssen dafür natürlich dann morgen Abend in Amsterdam sein. Wäre blöd. Okay, zurück am Gate. Hat ein Stück gedauert, da sind wir glaube ich schon über 1,5 Stunden zu spät dran und jetzt läuft gerade jemand oder mehrere Leute ums Flugzeug herum, um abzuchecken, was ist jetzt hier, was ist passiert, warum hat der Alarm ausgelöst im Cockpit, würde mich auch sehr brennend interessieren. Aber wir dürfen alle drin bleiben. Also die Hoffnung ist da, dass wir dann doch noch loskommen. Zwar verspätet, aber immerhin kommen wir los, weil alle anderen Flüge mit Air France und ich glaube KLM sind ausgebucht. Wir würden wahrscheinlich frühestens erst morgen, wenn überhaupt, hier wegkommen. Und das wäre für uns blöd. Ladies and gentlemen, your captain, for your information, our ground engineers are performing the technical check and we should be able to have a new departure in 45 minutes from now at 15 to 10 p.m. local time. Thank you for your listening. Oh Gott. Also in 45 Minuten geht's nochmal los zu einem neuen Versuch. Ich glaube, es sind ungefähr nur 170 Grad, die ich hier verstellen kann. Naja, dann habe ich hier den Tisch. Liegt aber hier rechts auf, das heißt, da kann ich durchdrücken. Das ist schon mal ganz okay. Ja, ich denke, wir werden jetzt, bis das Essen kommt, schon mal anfangen, einen Film zu schauen. Achso, genau. Hier ist dann der... sind die Kopfhörer. Das Problem ist, dass die Kopfhörer fest verbaut sind. Sie werden nicht frisch ausgeliefert. Das heißt, es kann also sein, dass diesen Kopfhörer schon der Vorgänger, der mit dem Flug nach New York geflogen ist, benutzt hat. Ich glaube nicht, dass die gereinigt werden. Und im Meldeticket ist auch nichts zum drüber machen. Also das finde ich nicht unbedingt sehr hygienisch von Air France. Ah, perfekt. Meine Bose Quiet Comfort haben ja auch noch ein Kabel, was mitgeliefert ist, was ich dann in diesem Fall verwenden kann. Jo, jetzt funktioniert es auch. Ich muss mal auf die Toilette und immer wieder sage ich, vergesst nicht, euch etwas anzuziehen, zumindest Schuhe oder die Slipper. Die gibt es nämlich bei Air France mit Socken. Ach, und da ist dann auch das für die Kopfhörer, für die Headphones, das Hygienepad. Aber jetzt habe ich meine eigene. Toiletten, wenn ich nach vorne gehe, auf der rechten Seite. Also an Toiletten mangelt es hier bei Air France in der A380 nicht.
sie ist etwas enger als üblich. Ah, was habe ich hier so? Also ein paar Tücher, oh, also eine Papierblume. Schau mal. Ach, ein bisschen Parfüm, Duft, Papier, Seife. Ja, und das war's erstmal. Becher gibt's auch noch. Mega viel Kalorien aus, aber der sieht total lecker aus. Schaut euch das mal an. Wow. Vor uns liegt schon jemand und schläft so tief und fest und schnarcht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das höre ich bis hierher. Thank you. So, und das ist dann auch schon die Hauptspeise. Gewählt haben wir beide mal das gleiche. Das Steak mit das hatte ich irgendwelchen Wurzelgemüse dazu und richtig lecker ist ja das Dessert, dieser Schokokuchen oder Schokotorte. Wahnsinn. Ach, ich muss auch schlafen, ich bin eigentlich mega fertig. Ich trinke jetzt noch den Champagner aus und dann werde ich mich hinlegen. Gucken auch den Film zu Ende. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst morgen früh zum Frühstück. Das Bett zeige ich euch auch erst dann morgen, wenn es wieder hell ist. Jetzt ist es echt, es wird wahrscheinlich gleich dunkel gemacht werden. Und ich habe auch keine Lust mehr. Ich muss erstmal schlafen. Nicht nur, dass es halt so unmenschliche Zeit ist, diese Flugzeit. Das sind ja 7 Stunden, die wir jetzt offizielle Flugzeit haben von New York nach Paris, es ist ja durch die Nacht und es sind halt quasi immer nur gerade mal 4 Stunden, maximal 5 Stunden, die man schlafen könnte, weil Service davor, Service zum Frühstück, aber am Frühstück habe ich absolut keine Lust gerade. Wir landen nämlich, denke ich, immer so ungefähr 1,5 Stunden. Hm. Ach, naja, und wirklich gut geschlafen habe ich auf diesem Ziel überhaupt nicht. Es ist so, ihr könnt es ja sehen, nicht flach und es ist auch nicht lang genug. Ich stoße ständig mit meinen Füßen da unten an und die sind so ein bisschen eingeengt. Also es ist mega unbequem, finde ich. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass die Lautstärke hier ist relativ gut, also ist relativ gering. Also ich finde es sehr, sehr leise. Liegt aber auch daran, dass wir wahrscheinlich über den Tragflächen sitzen und nichts von den Triebwerken mitbekommt. Das ist der Vorteil, wenn man oben sitzt. Wir haben ein neues Spielzeug mit uns, und zwar ein Lautstärkenmessgerät. Und jetzt versuche ich immer an jedem Flug, wo wir sind, einmal so eine Messung zu machen, um einen Vergleich zu haben. Letztens in der A330-200 von Air Serbia hat man nämlich so um die 73 dBA und hier aber tatsächlich nur 71,5. Finde ich nicht viel, finde ich völlig in Ordnung. Wahrscheinlich ist es, wenn man weiter vorne sitzt, etwas lauter, aber trotzdem, Geräuschpegel ist relativ gering hier oben. Gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt sind wir gerade schon im Landeanflug auf Paris, so ungefähr noch 35 Minuten. Ich habe euch aber noch nicht erzählt, warum wir jetzt eigentlich hier in diesem Flug sind. Also wir müssen von New York zurück nach Europa, weil wir morgen ja aus Amsterdam nach Südafrika fliegen werden, weil wir dort was gebucht haben. Und das haben wir mit Meilen gebucht. Das ist relativ einfach. Wir haben ja unsere American Express Platinum Kreditkarte. Dort haben wir kräftig American Express Rewards Points gesammelt. Und die kann man 5:4 zu KLM oder Air France Flying Blue beim Programm umwandeln.
Und dieser Flugkartus kostet ungefähr 56.000 Meilen plus 200 Euro Steuern und Gebühren. Finde ich okay für einen Flug, den man unbedingt benötigt, aber der normalerweise um die 3.000 Euro kostet. Also das würde ich nie im Leben für dieses Produkt bezahlen. Mehr Meilen, das ist kein Problem. Wie man an Meilen kommt, was man damit macht und was ist ein Status, das ganze Drum und Dran erklären wir immer in unseren Travel Hacks. Am besten schaut ihr auf unserer Website oder auf das Ich drücke oben. Dann könnt ihr euch nochmal das ein oder andere Video dann anschauen. Ja, jetzt sind wir aber gleich in Paris und wir werden mit Sicherheit umgebucht werden, denn wir sind über 2,5 Stunden verspätet und wir haben nur 2,5 Stunden in Paris Transferzeit. Aber egal, die fliegen ja fast stündlich die Strecke Paris, Amsterdam, Amsterdam, Paris. Draußen kann ich schon sagen, es war nicht so ein toller Flug. Ich habe ganz schlecht geschlafen, unbequemer Sitz. Essen war jetzt auch nicht so der Hammer, war okay, das Dessert war ganz lecker. Service war aber gut, muss ich sagen. Also die Crew hat uns ganz gut versorgt, auch wenn wir dann das meiste davon verschlafen haben. Aber wie gesagt, nicht zu empfehlen, die A380 Business Class von Air France. Dann doch lieber die 777. Da wird aber das Catering doch ziemlich ähnlich sein. Ja, na gut. Wieder mal die Erfahrung gemacht. Wir mussten ja nach Paris bzw. nach Amsterdam kommen, deswegen haben wir das auch gemacht. Ansonsten nicht nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.